Uli, hab schon gehört. Die Frauen kennen die Rosen, weil die Hugo Da waren wir Camping. Ja, irgendwas. Ich kann mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Gernsdorf, ja. Ja, Gernsdorf. Ich kenne noch. Gernsdorf ist Gernsdorf. Ja, aber der Platz ist nicht mehr. Es war ein Platz. Ich hoffe ja mal, dass wir annähernd noch was erfahren können. Gar nicht. Das habe ich Ihnen noch mal gefunden. Hallo. Bleib stehen. Bester. Besser du hängst es um, Eva. Nehmt doch den Janni auch mit auf, der ist doch ganz gut. Ja, der hat sich ganz schnell hingegeben. Normalerweise gehört er ja dazu. Janni, hört ihr mal dazu? Komm. Janni! Mein Gott, ihr habt Silber. Ich weiß nicht, wo ich gucken soll. Zu mir, Eva! Ja? Was ist denn da noch? Also erstmal einen wunderschönen guten Abend. Nur dass ich es wisse, der Herr hinter der Kamera macht sich heute voll eine lockere Lenz, sitzt in einem Restaurant, tut nichts außer essen und ist gut unterhalten. Aber er ist natürlich auch in einem von den besten Restaurants in Darmstadt, in Cassandra. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja. Dass der Arbeitsplätze sicher, indem man die Firmen aufkauft und verhindert es. Und 2 Jahre später. Und ich bitte die Männer, wann immer ich auf den netten Herrn zeige, der ursprünglich in Nevada, Amerika groß geworden ist, deswegen hat er eine leicht amerikanische Aussprache, hier. Immer wenn ich auf den netten Herrn zeige, machen bitte alle der hier anwesenden Männer Tupperdos. Ich weiß, das kostet einige Männer Überwindung. Das kostet wirklich Überwindung für einige Männer und einige werden auch sagen, naja, dann mache ich nicht mit. Aber denken Sie dran, neben Ihnen sitzt eine Frau und die freut sich, wenn Sie mitmachen. Ansonsten kriegen Sie Hämatome an der Oberarm, weil die Frau genau sagen zu Ihnen, wir probieren das mal aus, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verspreche wirklich nicht zu viel, dieses Lied werden Sie nie wieder vergessen. Ja. Der Vogel kannst du raschen auswendig, oder? Auswendig. Und es gibt keine Veranstaltung, meine sehr geehrten Damen und Herren, wo die Herrschaften sich dieses Lied nicht wünschen. Also ich muss es immer singen. Neulich auf einer Party am Buffet, ich hab Hunger wie ein Muss und stellt mich daher.
Hans Schick auf den Gaun und der Lettruf. Ich hab so viel Gefresse, es stieß mir schon rum. Und jeden Sonnabend, ja, da stell ich mir die Frage, wenn ich jetzt so auf die Wünsche, ich freue was denn da? Dann frag ich mir, was euer meint, es wäre doch noch was zu meinst. Wer da frei? Es ist der Super-Tupac. Tschüss und Jimmy Deck, es kommt der Mond. Super-Dos, Super-Dos. So geht man's was. Super-Dos, Super-Dos. Da pack ich mir was Schönes ein. Es ist der Super-Tupac. Tschüss und Jimmy Deck, es kommt der Mond. So geht man's was ein. Super-Dos, Super-Dos. Damen, ja. Damit die Männer wissen, wie es geht, aber nur einmal, ja? Bitte die Männer, komm los! Sag, wo ist sie noch? Willst du noch? Willst du bitte? Gehst du irgendwann ins Restaurant? Alles ist so schön und wunderbar. Grüß dir dann den Kellner, sagst dem Mann, dass der die Reste dir in das Laden Tische packen kann. Nimm das dann mit Raum und setz dich noch mal in die Küche. Und du willst was essen, in dem Tippchen bleibt es frisch. Nimm das dann wieder an, weil in dem Ding ist Qualität, die Grün. Das ist ein super, super Schüsselchen mit Decke, gucke mal wie super los. So geht man's was da. Also es ist zu spät, wir müssen da weg. Und sitzt du dann in deinem Tisch und willst was essen und am besten muss der Soja noch frisch. Dann nimm die Schüssel und mach so ein Hoch und mach es essen auf deine Lösung. Es ist ein super, super Schüsselchen mit Decke. Gucke mal wie super groß. Geht mein Zwang neu. Super-Dos, Super-Dos. Ich hab mich so gefreut. Es ist super, super, Jason, Jimmy, denke, super, mal wie voll. Dieses Lied, wenn das einmal gehört hat, vergisst das nicht mehr. Und wenn Sie nächstes Jahr, wenn Sie nächstes Jahr auf eine Party gehen, und Sie wissen, wie es ist, wenn man so auf Partys eingeladen ist, sollte man ja immer so einen Auswärtssalat mitbringen. Jeder macht sein bestes Salat und bringt ihn mit. Ich bin mir sicher, wenn Sie nächstes Jahr im Sommer mit der Schüssel vor ihrem Mann herlaufen, läuft er hinterher und sagt den ganzen Weg, Tupperdos, Tupperdos, und stinkt aber nicht gleich an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin eigentlich auch nur aus einem Grund heute Abend hier. Ich wurde gebucht, um quasi ein Sprachrohr zu sein von der Eva. Und Sie haben ja schon gehört bei der Ansprache, dass sie wirklich sehr nervös war und ihr eigentlich die Worte gefehlt haben. Und deshalb bin ich hier und möchte einfach mal Ihnen sagen, dass Sie einfach in einem Restaurant ist das manchmal schon, dass man so einen gewissen Bezug zu einem Kellner oder zu dem Gastronomen oder zum Wirt hat. Aber hier ist es halt so, dass man das gar nicht so oft sagen kann zu seinen Kunden, außerdem würde sie es vielleicht gar nicht glauben. Es ist so schön, dass es Sie alle gibt, dass Sie hier ins Cassandra kommen, dass Sie sich hier wohlfühlen. Und dass die meisten, die heute Abend hier sind, Stammgäste sind. Oh, auch noch Entschuldigung. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich muss raus. Aber meine Aufgabe ist eigentlich nur eine heute Abend. Und die ist, um Ihnen wirklich mal zu sagen, wie wichtig und wie wertvoll Gäste sind. Und Sie sind die Gäste und wie gesagt auch die Stammgäste. Und genau aus diesem Grund ein ganz, ganz großes Dankeschön im Namen von der Eva und vom Janni, dass es euch gibt. Und genau aus dem Grund haben Sie sich auch gewünscht, dass heute ganz, ganz viele Stammgäste da sind. Und es ist ja auch so. Also meine Aufgabe ist wirklich einfach nur zu sagen, dass Sie mal verstehen, wie wichtig und wie wertvoll Sie sind. Und wenn Sie auch hier nur vorbeikommen mal und eine Bierchen trinken. Aber genau das ist das, was ein Stammlokal ausmacht. Und vor einiger Zeit, oder ich sag mal in Deutschland, ist das ja meistens so, dass die Leute sagen, ach, na, ne. Wir können doch nicht in ein Restaurant gehen, nur am Nähen. Können wir uns doch nicht neu setzen, nur was trinken? Nähen. Das können wir nicht machen. Glauben Sie mir, das können Sie hier bei der Eva und bei Janni machen. Die freuen sich über jeden, der einfach mal vorbeikommt und eine Bäuerchen trinkt oder ein Bierchen trinkt und vielleicht nochmal ein Schwätze hält, vielleicht auch mal ein Tubel singt oder so. Es wäre sehr schön, wenn Sie jetzt das nächste Mal reinkommen und sagen, ja, Tubeldos, jetzt geht's los. Also wie gesagt, es ist einfach ein Dank vom Janni und von der Eva an Sie alle, der heutige Abend, weil Sie wissen, Herbert, für das, was Sie heute bezahlen, könnten Sie woanders dann nichts essen. Und keine drei Gänge, wollen wir das auch mal erwähnen. Sie kriegen drei. Sie sind Stammgast, kriegen Sie immer drei Gänge. Und noch ein Schöpfchen dazu, oder? Das Stich werden Sie nicht haben, gell? Ihr zwei gehört zusammen? Ja? Noch? Am besten drehen Sie mit dem Rücken zu sich. Haben wir es für mich, hä? Sie denken, oh, dann will ich gar nicht so von vorne sehen. Dann will ich vielleicht gar nicht mehr alle haben. Vater, hör auf, kriegst du immer Toben. Blaue Flecke und braune Körper. Und ich sage immer wieder, bitte verlieben Sie sich nicht in mich. Weil eine Nacht mit mir werden Sie nicht überleben. Da wacht mir noch einer meines auf. Sie sind's nett. Muss man auch mal so sagen, ja, das gehen Sie gar nicht über den Herzen, ja, man muss es einfach sagen, wie es ist. Bleiben Sie bei Ihrer Frau, die sieht sehr hübsch aus und ich glaube, es wird mit Sicherheit auch nicht nur ein Tag sein, in dem ihr zusammen seid. Oder wie lange sind Sie schon zusammen? Ziemlich lang. Glückliche paar Jahre, ziemlich lang zusammen. Das ist aber schön, manchmal entdeckt man die Liebe auch ein bisschen später. Schön, Hauptsache ihr seid glücklich. Glücklich sind natürlich heute schon den ganzen Tag der Janni und die Eva. Obwohl bei der Eva war das eher so, dass die Eva schon, wie sie den Termin festgemacht hat, sehr aufgeregt war. Wirklich sehr aufgeregt. Sechs Tage lang, ich weiß gar nicht, was wir da anziehen. Vielleicht gehe ich am besten mittags noch mal zum Friseur. Was soll ich zum Essen machen? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich muss jetzt erst noch mal Auto waschen. Die Eva war sehr aufgeregt und die Eva hat vor allem gesagt, sie möchte gern so den Abend gestalten, dass er auch mal ein bisschen mit euch zusammensitzen kann und das ein oder andere eventuell mal diskutiert wird oder vielleicht auch einfach mal gesagt wird, vielleicht von ihrer Seite aus. Eva, jetzt ist nur Zeit für Freundin. Das ist auch gar nicht ein Babyspiel davon. Das ist auch schön. Also wichtig ist, und das sollte sie wissen, Sie sind das Wertvollste, was es hier bei dem 10-jährigen Jubiläum im Cassandra gibt. Und es ist schön, dass es Sie gibt. Und genau aus diesem Grund kommt jetzt mal ein Dankeslied der ganz besonderen Art. Und dann habe ich noch was zu sagen, weil es gibt ja hier noch ganz, ganz viele Menschen, die immer dazu beitragen, dass die Eva so glücklich ist und dass der Janni so glücklich ist. Weil der Janni glücklich ist, wenn die Eva glücklich ist. Und das sind ja die Männer, richtig? Geht der Frau gut, geht dem Mann auch gut. Und dafür jetzt ein unwahrscheinlich schönes Lied, was einfach als Dankeschön an Sie alle. Man kann immer viel Rette halten, aber was soll das? Es ist viel schöner, wenn man das ein bisschen musikalisch verpackt und Sie dann am Tisch sitzen und sagen, ja, es war schön. Jetzt wissen wir, wie wichtig wir sind. Und wenn Sie jetzt auch hier ein Gruppenheulen veranstalten und machen Sie ruhig,
Nur bitte hören Sie irgendwann wieder auf mit der Hose. Sie wissen, wie es ist. Bei einer Frau ist das gerade schwierig, muss man sagen. Bei einer Frau ist das so, wenn sie sich einfach mal eingeheult hat. Sie geht nur mal radikal durch. Und es ist sowieso so, wir sind jetzt einige Damen, werden mir wahrscheinlich auch recht geben, es ist jetzt gerade so die Zeit, wo manche Frauen nachts aufwachen und schwitzen, obwohl sie gar nichts geschafft haben. Und das ist ganz schlimm. Wobei man sagen muss, Frauen tauschen sich dann wenigstens immer noch aus. Die erzählen darüber und sagen dann auch eventuell noch: Sprich sogar noch dicke Bar! Bin und so weh, ich kann da gar nicht lang stehen! Das würde Männer nie machen. Also Männer würden nie miteinander drüber reden, wenn es einem schlecht geht. Also, ich habe das noch nicht erlebt, dass zwei Männer gemeinsam auf Toilette gehen. Der eine sagt zum anderen: Macht er nicht mehr hoch! Das machen Männer nicht. Frauen retten über alles. Das ist auch gut so. Aber wie gesagt, genau aus diesem Grund kommt jetzt ein schönes Lied für Sie, dass Sie wissen, wie wertvoll Sie sind. Das kann man gar nicht. Sabine. Die Frauen sind jetzt wieder so, dass sie sagen: Ja, mir geht's genauso. Ja. Männer sagen gar nichts. There gibt's manche small Momente, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Dann kommt so ein Abend, der wie heute ist. Lauter Liebe, Menschen hier. Manchmal da steht man ganz allein da. Keiner da, der ein bisschen hilft. Dann kommt so eine Freundin wie die Nicole, die immer für die Eva da ist. Es ist so schön, dass ihr all da seid. Es ist so schön, dass es euch gibt. Ich kann's mit jedem Einzelnen sagen. Doch ich sag's von der Eva, sie hat euch lieb. Liebe ist nicht nur immer lustig. Lache kann man nicht jeden Tag. Doch man hat Freunde, solche Menschen. So wie ihr seid, Hauptsache ihr seid da. Es ist so schön, dass ihr hallo seid. Es ist so schön, dass es euch gibt. Ich kann's nicht jedem Einzelnen sagen. Doch ich sag's von der Eva, sie hat euch lieb. Im Namen von Eva und Janni. Die haben jetzt beide auch nicht gewusst, was ich da draus mache. Möchte ich mich schon mal ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass ihr heute Abend hier seid.
bitte vergiss nicht, ich glaub, ihr seid mal. Es ist schön, dass ihr heute da seid, ja. Es ist schön, schön, schön. Es ist schön, dass ihr bei mir war, da seid. Es ist schön, schön, schön. Liebe Nicole, ganz besonderen Dank an dich. Von der Eva, ich würde sagen, Eva, guck mal her, du siehst das, ich sehe es schon, die Nicole zittert genauso. Ich möchte einfach mal sagen, liebe Nicole, du bist mehr wie eine Schwester. Und jetzt nicht Träume, sondern aber mal. Bitte klatsche sie mal für die Nicole. Von der ersten männlichen Besser, für Eva und Janni, schmeckt euch einfach mal. Janni! Janni, Janni, Janni! Janni, holt was! Das ist jetzt ein Moment. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der der Nicole überhaupt nicht recht ist. Ja, das wissen wir. Das wissen Sie, weil die Nicole ist kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Aber liebe Nicole, es gibt Dinge, die müssen einfach mal gesagt werden. Und gerade gesagt werden für alle Stammgäste. Du bist mit Herzblut hier immer, egal wann du gebraucht wirst, die Eva kann dich 24 Stunden rund um die Uhr anrufen und du hast immer ein offenes Ohr für sie. Und genau aus diesem Grund ist sie dir so dankbar. Und ich weiß nicht, wo der Janis die Blume holen will. Ich hätte ihn auf die noch in Holland eingekauft werden. Dann bin ich jetzt in Venlo runtergefahren. Ich bin mir nicht sicher, es hat die zweite Person, geht schon gucken, wo die Blumenstraßen sind. Ich bin mal gespannt, was die da für Zuckerpalme aus der Küche holen. Liebe Nicole, siehst du, es geht auch wieder. Du kannst auch wieder lachen, aber Nicole, es ist so schön, dass es dich gibt. Und vielen, vielen lieben Dank. Und die Eva wünscht sich nichts mehr, wie dass ihr bis an euer Lebensende genauso Freunde bleibt oder besser gesagt, halt Schwestern von zwei verschiedenen Eltern. Ja. Schön, dass es dich gibt. Ich bin letztes Jahr wieder zum Flohrum und hab gesagt, check dir zur Straße verhungelt. Und ich hab gesagt, das hast du auch nur nicht verhungelt. Das soll ich beim Hausarzt. Nicoletta! Wollen wir hinstellen? Ja, genau. Ach so. So, also vielen, vielen lieben Dank, Nicole. Das erste Mal hin. Eva, wie wäre es denn jetzt bei euch noch mal drin? Ja, oh, mach doch, sehen doch die Menschen gern. Ja. Ich muss immer aufpassen auf die. Muss ich immer aufpassen? Ja, immer. Ja. Das sind halt so Sachen. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, klar. Manchmal muss ich immer aber auch auf dich aufpassen. Ja, aber ja. Nur ab und zu. Aber auch sich selten ab und zu. Ab und zu, das ist so zweimal die Woche. Nur in der Türkei. Nein, um Gottes Wille. Nur in der Türkei. Es ist schön, dass es euch gibt. So, wo kommt ihr? Nur in der Türkei. Wie viel Vorspeise kriegt denn der Mann noch mal oben? Hatte sie noch keine Vorspeise? Ja, genau. Hatte sie noch keine Vorspeise? Ich hab so, ich war so Ohren, hab dir so gelauscht, ich hab überhaupt keinen Hunger mehr gehabt. Oh, so am Dienstag immer treffen, die mich so laut. Ich hab gesagt, wir machen jetzt zusammenkommen, die wir jetzt machen. Für meinen Körper wäre das immer ganz gut. Ich wollte jemanden treffen, den ganz ich nicht schmeiße, ich will nichts mehr essen. Ich hab schon mal reißen. Hören Sie auf. Es ist schon wie eine Folge für mich gewesen, dass ich hier reingekommen bin und jetzt... Wenn es ums Essen geht. Also wichtig ist, wie gesagt, dass Sie wirklich alle wissen, wie schön es ist, dass es Sie gibt. Und ich werde jetzt ein schönes Lied für Sie singen, mit dem sich, glaube ich, jeder der hier Anwesenden identifiziert. Und dann muss ich Ihnen sagen, dann kommt das nächste Highlight. Die Hauptspeise. Es wird schön, ich komme dann um 10:30 nochmal als Haupttänzerin. Bitte sind Sie so gut und trinken Sie sich ein bisschen zu, damit Sie das Ganze besser verkraften. Ich werde dann dementsprechend auch selber tun. Ist hier hinten noch jemand am Tisch, der gerne was trinken wird?
Seid ihr Dörrschlüssel, sollt ihr nicht den Dörrschlüssel. Geht alles? Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmals vielen, vielen lieben Dank, dass Sie Gäste vom Restaurant Massage sind. Natürlich auch, liebe Eva, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich gewählt hast als dein Sprachrohr, um dich einfach mal zu bedanken bei den Leuten, wie schön es ist und wie stolz du bist, dass das deine Gäste sind. Dankeschön. Klatsche so jetzt im Morgen. Ja! Danke. Kurz noch mehr.